Es wird Zeit, dass wir wichtige Komponenten der Unity Engine weiterhin kennenlernen. Ja, nachdem wir so viel programmiert haben in den letzten Folgen, wird es jetzt Zeit, dass wir wieder back to the roots ein bisschen uns mit der Engine beschäftigen. Denn es gibt ja noch viele, viele weitere Komponenten, die wir unbedingt kennenlernen sollten, neben der Transform-Komponente. Und damit legen wir heute los. Nur mal kurz gesagt, wie es jetzt weitergeht. Ich werde die nächsten Folgen einfach dafür nutzen, dass ihr diese Komponenten, die ich für sehr wichtig halte, so ein bisschen kennenlernt. Denn das muss man einfach so ein bisschen theoretisch gestalten, meiner Meinung nach, damit ihr einfach den Einstieg habt. Und danach werden wir das auch praktisch wieder verknüpfen, denn ich denke, so werdet ihr das am besten lernen. Und ja, ihr werdet dann auch den Praxisbezug bekommen, wieder zum Scripting. Wir werden das alles untereinander mit den Komponenten verknüpfen. Und ich denke, das wird ganz gut klappen und ich hoffe, ihr könnt mir natürlich gut folgen. Ansonsten, wie gesagt, Fragen könnt ihr natürlich jederzeit bei mir loswerden. Deswegen starten wir mal. Wir werden wieder unseren Würfel als Testluder nutzen und wir wollen natürlich auch heute direkt mit der ersten Komponente anfangen. Und dazu klicken wir mal auf Add Component. Und diese Komponente in diesem Kategorienkatalog, sage ich mal, befindet sich in der Abteilung Physics. Ja, es wird physikalisch, aber keine Sorge, es wird nicht sonderlich schlimm. Es geht nämlich um die sogenannte Rigid Body Komponente. Die findet ihr, wie gesagt, hier. Oder wenn ihr das einfacher haben wollt, könnt ihr auch einfach in der Suchleiste Rigid zum Beispiel eingeben. Und dann seht ihr, dann kriegt ihr hier eine Auswahl von Rigid Body und Rigid Body 2D. Es sei kurz gesagt, das gibt es für ganz, ganz viele der Komponenten, die ich zeige in der Form. Sprich, es gibt immer eine normale 3D-Variante, die nutze ich hier natürlich, und dann auch eine 2D-Komponente. Ganz wichtig, es ist an sich an der Funktionsweise nichts anders. Der einzige Unterschied ist eben, dass bei der 2D-Variante in den meisten Fällen einfach die Z-Achse quasi wegrationalisiert wird, denn die Z-Achse wird ja dann bei dem 2D-Spiel meist nicht gebraucht. Also ist es dann auch aus Performancegründen natürlich sinnvoll, in 2D-Spielen auch die 2D-Variante zu verwenden. Gut, wir nutzen die 3D-Variante, wie gesagt, für unseren Würfel. Und damit ihr einfach mal kurz seht, was passiert, wenn wir diese Rigid-Body-Komponente an sich hinzufügen, gucken wir mal, wenn wir jetzt mal hier den GameView ein bisschen zur Seite nehmen. Ich denke, da seht ihr das besser. Wenn wir das Spiel starten, sehen wir, plötzlich fällt unser Würfel hier runter. Das ist natürlich schon mal sehr interessant, denn die erste physikalische Eigenschaft, die dieser Rigid Body mit sich bringt, ist eben, dass eine Schwerkraft auf unseren Würfel wirkt. Das ist also sehr, sehr cool. Und auch sonst gucken wir mal die Bestandteile dieses Rigid Bodies durch, quasi, zumindest die, die ich für wichtig halte. Und das, was da als allererstes steht, ist eben die Masse des Körpers. Achtung, jetzt nicht verwirren lassen, die Masse hat mit der eigentlichen Fallgeschwindigkeit nichts zu tun. Das heißt, wenn ich die jetzt hier mal ganz hoch stelle und wir das Spiel starten, dann werdet ihr sehen, dann fällt unser Würfel immer noch genauso schnell und nicht irgendwie 10 oder 100.000 mal schneller. Das ist also ganz wichtig. Das hat einfach trotzdem die Eigenschaft Masse, denn unser Rigid Body ist für physikalische Simulationen genutzt. Sprich, wenn wir jetzt uns vorstellen, dass zwei Würfel zum Beispiel aufeinander prallen und wir stellen uns vor, der eine Würfel wiegt 10.000 Kilogramm und der andere wiegt nur 1 Kilogramm, dann ist natürlich logisch, dass der fette Würfel den kleineren Würfel einfach bis ins Nirvana schubst. Dafür ist diese Massesimulation eben notwendig und das ist eben der Zusammenhang. Trotzdem gibt es eben für unsere Fallgeschwindigkeit hier auch noch Eigenschaften, darunter den Drag. Das beschreibt mehr oder weniger diesen Luftwiderstand, der unser Körper quasi widerspiegelt. Der ist standardmäßig auf 0. Wenn ich den jetzt aber zum Beispiel mal auf 5 hochstelle, dann werden wir sehen, dass unser Würfel plötzlich einen höheren Widerstand erzeugt und dementsprechend viel langsamer fällt. Kann man manchmal nutzen. Ich lasse das jetzt hier weg und setze den Drag logischerweise wieder auf 0. Der Angular Drag, den gibt es dann auch noch, der ist dann eben für Winkelsimulationen, sprich eben der Widerstand, der in diese Richtung wirkt, der ist auch standardmäßig ein bisschen höher, ist für uns aber nicht so wichtig, generell. Wichtiger ist das, was jetzt kommt, nämlich haben wir hier zwei, ich sag mal, Häkchen, die wir setzen oder eben nicht setzen können. Einmal eben, ob wir Gravity nutzen, also die Schwerkraft, wenn wir den da rausnehmen, diesen Haken, ist logisch, dann fällt unser Würfel nicht mehr. Den nehme ich mal wieder rein.
Denn wir haben auch noch einen zweiten Haken. Da könnte man sich jetzt natürlich fragen, ja, was wirkt denn noch über die Gravity hinaus für eine physikalische Eigenschaft auf unseren Körper? Und das ist mehr oder weniger noch der wichtige Punkt der Rigid Body Komponente. Diese Komponente sorgt nämlich dafür, dass wir generell auch physikalische Simulationen mit diesem Würfel durchführen können. Das kann eben auch zum Beispiel sowas sein, wie dass zwei Würfel aufeinanderprallen. Ich nenne das mal wieder an einem Beispiel. Wenn wir uns vorstellen, wir machen ein Rennautospiel, dann wollen wir natürlich, dass zwei Rennautos ineinander crashen können. Dafür brauchen wir eben diese Komponente. Zwar auch noch was anderes, aber darüber reden wir ein andermal. Und wir können uns ja auch Situationen vorstellen, in denen wir eben irgendwie diese Eigenschaft brauchen, dass wir quasi Objekte ineinander gumsen lassen, ohne dass physikalisch irgendwas passiert. Und dafür gibt es noch diese Eigenschaft, nämlich Iskinematik. Wenn wir Iskinematik anmachen, dann heißt das, es wirkt im Prinzip überhaupt keine Schwerkraft und andere Kraft mehr an sich auf dem Körper. Der ist also aus der physikalischen Simulation an sich raus, ist aber trotzdem noch geeignet, um eben quasi in diese eigentliche, ja, ich sag mal, physikalische Sache einbezogen zu werden, wenn wir meinetwegen eine Kollision haben zwischen Körpern. Und diese Kollision, das ist ein ganz wichtiges Schlüsselwort in der Rigid Body Komponente. Wir sehen hier drunter, haben wir auch noch die Eigenschaft Collision Detection. Sprich, wie erfolgt eine Kollisionserkennung? Das ist also, wie gesagt, unverzichtbar und das müsst ihr euch unbedingt merken. Zu einer Kollision gehört immer der Rigid Body dazu. Die eigentlichen Berechnungsmethoden, die werden eben hier in Discrete und Continuous unterschieden. Die sind für uns erstmal relativ unwichtig. Merkt euch, wie gesagt, nur Collision Detection, Rigid Body. Ganz wichtig. Und dann haben wir noch eine Sache, die ich zum Schluss erwähnen möchte. Die finde ich auch relativ nützlich. Nämlich Constraints. Das heißt, dass wir einfach die physikalische Simulation in bestimmte Richtungen blockieren. Nämlich einmal irgendwie für die Position und einmal für die Rotation. Das sind ja Begriffe, die solltet ihr auf jeden Fall noch von der Transform-Komponente her kennen. Und das ist hier auch ganz nützlich. Stellen wir es uns wieder an dem Rennauto vor. Wenn wir zum Beispiel sagen, die Rennautos rasen ineinander, dann wollen wir natürlich, dass die sich wegschieben irgendwie. Wir wollen aber nicht, dass eines der Autos zum Beispiel nach oben wegfliegt irgendwie. Das ist natürlich sonst ziemlich doof. Und deswegen können wir zum Beispiel eine Constraint für die Y-Position setzen. Das heißt, das Auto wird nur nach X und Z bewegt bei der Kollision, aber nicht nach oben weg. Das ist also ein Beispiel. Und das können wir auch für die Rotation anwenden. Stellen wir uns zum Beispiel vor, wir wollen unsere Kamera physikalisch mit dieser Rigid Body beeinflussen. Dann ist es zum Beispiel für das Auge ziemlich anstrengend, wenn die Kamera sich immer schüttelt, wenn man eben eine Kollision hat. Weiß ich jetzt nicht, ein Beispiel, wo man das zum Beispiel haben könnte, ist wieder das Rennspiel, wenn die Kamera am Auto sitzt, dann wollen wir natürlich, dass die Kamera sich mit dem Auto bewegt. Wir wollen aber nicht, dass die großartig durchgeschüttelt wird, zum Beispiel. Dann könnten wir zum Beispiel für alle drei Achsen die Rotation deaktivieren und dann würden wir zwar immer noch die Position mit simulieren, allerdings nicht eben die Drehung. Das ist also ein Beispiel, wo wir das nutzen. Und ich hoffe, so erscheint das schon mal relativ logisch, wozu der Rigid Body an sich genutzt wird. Wie gesagt, wir werden das Ganze noch viel mehr ausweiten und ich hoffe, das war schon mal soweit verständlich. Wie gesagt, für mehr Komponenten kommen dann neue Videos und ich hoffe, ihr freut euch auch darauf, das kennenzulernen. Wuhu! Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich selbstverständlich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen, damit du nichts mehr verpasst. Schau aber auch unbedingt auf meiner Website, meinem Discord und auf Twitter vorbei, um noch näher an mir dran zu sein. Zuletzt ein ganz großes Dankeschön an alle, die mich in diesem Monat über Patreon unterstützt haben.